Ja, Jorge, mein, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 im Höllenmodus, wie man auf Fränkisch. So, wir sind immer noch hier und da sind fiese, fiese Gegner. Der hat mich eingeschlossen und gleichzeitig gelasert. Der fiese Typ. Weiß nicht, wie ich das jetzt hinbringen soll. Ein würdiger Gegner. Ja, ja. Also wir müssen auf jeden Fall diese kleinen erst einmal nacheinander vernichten. Oh Mann. Komm mal raus hier. Das werde ich nicht tun. Schmerzen wurden gelindert. Ja, tu mal Schmerzen lindern. Das ist gut. So ist. Wow, wow, wow. Okay, jetzt muss aber doch besser werden. So, gehen wir da hoch. Meine Kraft verlässt mich. Na. Immun. Und? Na, also. Können wir mehr von denen finden? Na, hoffentlich nicht. Tun wir nicht den Teufel an die Wand malen. Also, jeden Mist muss man nicht mitmachen, gell? Okay. Ach, robuste, irgendwas. Was hab ich denn da jetzt? Da wieder. Zack. Spürt die Faust der Götter. Okay, hier ist das Ende des Dungeons. Und nochmal schnell auf die andere Seite rüber gucken. Und noch eine unentdeckte Stelle. Nichts. Okay. Hätte mich auch gewundert. Okay. Und hier kommen sie schon wieder. Was soll das? Baum, bleib mir fern. Wow. So, was haben wir jetzt noch da oben? Immer noch einiges. Hapapapap. Ah, okay. Kein Hapapap. Wo geht's hier hin? Was ist hier?
Nichts. Okay. Rein gar nichts. Nö. Nada. Beeilt euch! Es gibt Bestien, die nur darauf warten, getötet zu werden. Ja, ah, die suche ich doch. Die suche ich doch. Überall bin ich doch nur auf der Suche nach solchen Bestien. Und damit hätten wir die Karte komplett aufgedeckt. Einen Dungeon gab's. Zack, hier noch ein bisschen. Oh, ist aber nix. Okay. Und wir können mit der Quest weitermachen. Spitzen wir mal nein, was das gibt. In die Höhle der Kathra. Ist ein wenig ekelhaft, die Höhle. Oh. Blut. Ja. Ha. Total witzig und so. Mit dem Ritual beeilen. Magda wird bei dir sein. Fast geschafft. Okay. Da ist der Portstein zurück. Glänzender Topaz. Schön. Wo geht's hier noch so hin? Nirgends. Dieses Bruchstück glüht mit dem Licht des Fremden. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Ich war gerade auf dem Weg da hoch. Ich meine. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Meinst? Ich bin mir doch relativ sicher. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Ja, total verschlagen. Also, das Schwertstück zurück zu Cain bringen. Machen wir. Machen wir doch glatt. Hier ist es. Die Hexe Magda und jene, die ihr dienen, streben auch nach dem Schwert. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Ja. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Oh, okay. Und jetzt? Habe ich keine Quest oder so? Mann.
Magdas dunkler Zirkel ist ein Überbleibsel einer uralten Religion. Hä? Nannt die Religion der Dreieinigkeit. Muss ich denn jetzt tun? Sie verehrten die großen Übel als Götter. Aber sie sind tot. Wen verehren sie jetzt? Es verbleiben noch die letzten beiden Übel. Asmodan und Belial. Und wenn einer von ihnen hinter dem dunklen Zirkel steckt, dann haben unsere Probleme gerade erst begonnen. I don't understand. Eine tiefe und uralte Macht liegt in diesem Fragment. In der Tat. Es fühlt sich vertraut an, obwohl der Rest noch immer unklar ist. Eine ausgezeichnete Waffe für einen großen Krieger. Wenn es das ist, was ich bin, dann hat mich meine Stärke zusammen mit meiner Erinnerung verlassen. Habt Geduld. Ich denke, dass eure Erinnerung nicht verloren ist, nur getrübt. Ja, das kann man jetzt so sehen. Ich glaub's nicht. Ich wollte mal gucken, ob diese... Nee, kommt kein Buch, schade. Ich habe mitbekommen, dass da manchmal die Bücher wieder kommen. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ach da, Lea, du hast Magda weiß, wo sich das nächste Bruchstück befindet. So stehst du nur da drüben. Aber ihre Worte waren wie ein Rätsel. Sie sagte, es sei an einer Stelle gefallen, die nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Ja, da unterhaltet ihr euch ein wenig über Distanz. Lea, der hat sie wahrscheinlich da festgebackt, die Lea, wie ich diese Typen da mal angebracht habe. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Du kommst mit. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen. Na, da bin ich doch da schneller. Und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Da bin ich schneller, so wenn ich so gehe. Ich weiß schon, wo wir jetzt hin müssen. Da hoch müssen wir, genau. Na, schon wieder einen Weg gespart. Nope. Beinahe wird nicht gesehen. Ihr da, bitte helft! Sie ja, was ist denn? Meine Freundin zu töten! Nee, dann machen wir halt. Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe ist. Ja, welch Zufall. Das hier Reliquie. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Ich werde es euch niemals verraten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ich halte euch den Rücken frei. Das glaube ich nicht, dass ihr mich tötet. Schau mal, wie schnell das geht. Bleibt da. Kriegsrüstung? Diesmal kommt ihr uns nicht! Ah, da ist ein Chef. Ja, das tot, ne? Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Glaube ich nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Interessant sieht er ja schon mal aus. Mhm. Das wäre in der Tat interessant. Da muss ich mal schnell... Ja, da muss ich... Das... Klar, die wird genutzt. Ohne zu zögern. Wupp. Kleines Leck. Zack.
So. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Warte mal. 2, 3 gibt noch einmal so ein, oder? Okay. Schauen wir mal, ob ich das schon aufwerten kann. Ob ich genug von diesen Folianten eingesammelt habe. 12 Stück, das dürfte doch reichen, oder? Also erst einmal entsockeln. Eine Aufwertung, genau. Und jetzt kann ich doch einen quadratischen... Nein. Hier, Smaragd. 7500. Egal, wird gemacht. Ja. Ach, Schmarre, jetzt habe ich ins falsche Ei. Also das wird er entzockeln. Mann, Mann, Mann. Okay, die hier. So, und wenn ich jetzt sah alles im Negativen. So habe ich es mir doch gedacht. Vor allem 2600 Leben. Das ist halt schon mal einiges mehr. Fast 20.000 Leben jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich es nur noch färben. Da habe ich doch meine Färbemittel. Genau, ich möchte es nämlich in Weiß. Und die heben wir mal auf. Was ist das? Zauberer heben wir auch mal auf. Vielleicht braucht es ein Bekannter. Weg mit... Ah, weg mit. Keine Magie-Chance. Okay. Und wieder zurück. Toll. Gefällt mir. Sehr, sehr schön. Also, hier. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Felder bestellen und Belger, ich meine, Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fahren. Leider! Ihr wollt mit mir kommen? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Ja, dann mach halt. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Ah, jetzt sind wir schon 5. Ihr seht so aus, Quasi. Als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Ah, da seid ihr ja. Was denn? Aber was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Ja, genau. Sehe ich aus, jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Okay. Das ist natürlich ein Begleiter, der uns zur Verfügung steht. Über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Okay. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha. Also eine weitere Legende. Was ist denn der Nephalem? Ihr diesen Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Also jetzt habe ich die Spielstadt. Die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Zweimal durchgespielt und ich weiß immer noch nicht, was der Nephalem ist. Wahrscheinlich eher traurig. Such 2 Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Okay. Gut. Mach ich. Mach ich natürlich. Mit Freude. Das Fanal der Ehre. Das Fanal des Lichts. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Ja, das... Sehe ich genauso, das ist. Das ist ja kinderleicht! Bringt ihr Blut? Sind das Alarix-Leute? Nein, sie wurden verderbt.
Bevor du nochmal sagst, das ist leicht, das ist meine Entscheidung, ob sowas leicht ist oder nicht. Ich kann nicht alle, ich kann alle hier sterben lassen. Oh, Mann. Onkel Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Eure Lebenskraft wird Schamschir. Uns gehören. Was ist der Schamschir? Es kommen ganz schön viele gelbe Sachen zusammen. So, bleibt immer da jetzt, Leute. Muss das erst mal auspacken da. Das Schwert. Mit 102. Toll, aber es Sie ist halt... Sie kämpfen weiter, selbst über den Tod hinaus. Intelligenz. Lobenswert. Sie waren tapfere Kämpfer. Ja, lobenswert. Das kann man sehen, wie man will, glaube ich. Das ist sehr relativ zu betrachten. Nix tötet. Wir machen jetzt da kein tötet mit mir. Wenn, dann mach ich töte. Komm mal da hin. Jeder töten dürfte, was er wollte. Wurde zurechtgewiesen. Ja, in der Tat. Gibt's nichts zum Einsammeln irgendwo mal? Das. Da, ein würdiger Gegner. In der Tat. Machen wir erstmal die Kleinen weg, glaube ich. Oh, Laser. Oh ja, die Kleinen. Ah, lasst mich. Ah. Ah. Nur noch der über? Nein, zwei noch. Da ist er. Gut, nur noch du. Okay. Bist du noch am Leben? Ja, aber meine Wassergestalt war weg. Okay. Ich habe Jahre damit verbracht, Orte wie diesen mit Onkel Decker zu erkunden. Das weckt Erinnerungen. Ich genieße es ebenso. Böse Kreaturen in fremden Geheimnissen. Oh, oh, oh. Sie zurück, Brüder! Okay, aber die sind ja, das ist in Ordnung, so wenn halt alle wären. Bräuchte ich nur noch irgendwie mehr Schaden. Und dann wäre das alles ja kein Problem. Also ist jetzt so ja auch kein Problem, aber... Na, mach mal nicht. Tu mir mit deinem... Also ja, mach mal schon, aber...
muss dem Ganzen ja nicht immer so überpositiv entgegengehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde auch schon, da gehört ein gewisser Respekt ja auch dazu, ne? So, okay. Vor uns liegt. Ich frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Bald werden wir die Antwort haben. Müssen wir? Ich meine, können doch einfach weiterlaufen und. Ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, ich ja. Er stirbt den Hügelbrüder! Lasst ihn nicht in die Hände dieser miesen Hunde fallen! Nein. Das Unmögliche. Du gehst jetzt erst einmal da. Weg da. Töte ich denn hier überhaupt? Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ja, ich weiß ja nicht, was du machst. Überdenkt können wir mehr Vorhaben. Von denen finden? Zieht ihm ja fast überhaupt keinen Schaden ab. Meine Verletzungen sind zu schwer. Ihr seid besiegt. Wer? Wer steht doch noch? Komm. Ich bin nicht heilen. Gut. Meine Wunden schließen sich. Ja, Zeit wird's. Okay. Dieses letzte Skelett muss einer von Alariks Männern gewesen sein. Und dennoch hat es angegriffen. Beide Seiten dieser uralten Schlacht bekämpfen uns. Ja. Merkt ihr was? Also, wir sind wieder mal der Arsch. Der Depp vom Dienst. Okay. Aber alles kein Problem. Wir schnetzeln uns hier einfach durch. Grab Nummer 1 oder was auch immer das ist, zu wo wir rein müssen. Okay. Werden Frauen in eurem Orden zugelassen, Templer? Nun ja. Ja, machen wir wenigstens Smalltalk nebenher. Sollten die Templer nicht jeden zulassen, der das Böse zu bekämpfen wünscht? Eine interessante Idee. Ich werde sie den Oberen unterbreiten. Tja, du lügst doch. Machst du garantiert wieder nicht. Um mich keine Sorgen. Na, mach ja nicht. Wir
Was muss ich? Ich muss gar nichts, muss ich, ja? Nur mal, wenn wir das geklärt hätten. Ui, was ist denn das da? War ein lustiger. Das ist ja lustig da. Ich will da runter. Das will ich aber nicht. Die Götter sprechen von einer großen Schlacht, die einst hier geschlagen wurde. Wir sind abgeschnitten. Oh. Sie werden uns jeden Moment erreichen. Gebt nicht nach, Brüder, und sie werden für alle Zeiten über unsere Tapferkeit singen. Der Feind naht. Das ist ja genau das, was man will. In Unendlichkeit besungen werden. Oh, die sind und hab ihn, das macht mich total so verrückt hier bei so Massen an Gegnern. Weiß ich immer nie, wo ich bin. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ein seltsames Gefühl überkommt mich. Wir sind nicht die Ersten, die dieses Ich habe diese Schlachten in Onkel Deckards Büchern studiert. Doch sie mit anzusehen ist viel grauenvoller. Okay, aber jetzt haben wir doch wirklich, jetzt können wir doch getrost weiterlatschen. Gehen wir erst mal da rein. Oh Mann! Das ist erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. Das erinnert dich an die Kindheit. Dann lief was falsch bei dir. Kann ich dir jetzt schon mal garantieren. Die Verletzungen sind zu schwer. Ja, ich weiß doch. Was soll man hier machen? Nur ein Kratzer. Da, Tinder. Meine Kraft verlässt mich. Ich wurde geheilt. Bei allem, was heilig ist. Da muss ich mal kurz. Seht ihr den Feind da drüben? Du bist... Crash der Gewalttätige. Finden. Ja, ich meine, der ging. Aber das muss er, man muss ja nicht übertreiben. Ne? Bin hier gelandet. Eure Kraft lässt euch bleib halt da. Gott, wo... Der... Alles klar. Was ist denn das hier? Die Armee der Untoten oder was? Jetzt hören wir mal das Finale. Und greift uns wer an?
Sie lebt vom Handel und neuen Ideen. Nee, gut. Es gab immer neue und aufregende Dinge zu sehen oder zu hören. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Das war der letzte. Sicher? Anscheinend. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts Gutes, nichts Gutes, nichts Gutes, nichts Gutes. Alles Irrelevantes ist... Nee, es geht nicht. Okay. Wobei, das geht eigentlich schon. Achso, nee, geht nicht. 10% Magie. Deswegen habe ich die Schuhe hier an. Welcher der Magie? Pfunderhöhung. Da brauche ich noch ein wenig mehr. Da brauche ich, ja, mehr als 10%, wie ich sie momentan habe. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Meine Herren. Meine Verletzungen sind so schwer. Ich weiß, dass ich das Unmögliche verlange. Ich werde zurückkehren. Werde ich? Ist sich da irgendjemand sicher? Ich mir nicht. Mach doch mal da was. Arsch, ey, mitten in der Sippe drin. Meine Verletzungen sind zu schwer. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Heilung her. Ich werde zurückkehren. Oh, jetzt aber nochmal. Zurückkehren. Das war ein würdiger Gegner. Au. Prächtig. Prächtig. Also, schauen wir mal, was das ist. Es ist ein Templer? Dolch. Ich glaube, ich Und es ist sogar ein guter Dolch. Oh, ja. Das kann gut möglich sein. Ich bin weit gereist. Man sagt, ihr wart von ausgesuchter Höflichkeit. Waffe macht 12,24 schon. Wir sollten uns beeilen. Jeder Schaden fügt 25 Leben hinzu? Nee. Wir machen mal hier so einen rein und ziehen das mal an, würde ich sagen. Ordentlich mehr Schaden. Ja. Das ist schon mal nicht verkehrt. Okay. Entscheiden-Dings machen wir später rein. Machen wir jetzt. Gut. Aber doch, wir können es jetzt direkt machen, weil wir müssen eh uns teleportieren. Dann können wir das jetzt auch gleich machen. Warum auch nicht? Was bringt eigentlich der in der Waffe? Nahkampfangreifer, nö. Oh, also ja, Mann. Rein mit. Und okay.
So, schon mal wieder entsockeln. War natürlich eine tolle Aktion, dass ich das jetzt gemacht habe. Kann ich das eigentlich schon irgendwie... Nee. Nee, da kann ich ja nur quadratische reinmachen. Okay. Mit einem Dolch. Was hat der für Angriffsgeschwindigkeit? 1,5. Das ist gut. Das heben wir aber mal auf. Ach ja, das 1000 Leben da. Das ist ja ein Witz. Kann ich jetzt nicht sogar, ich wollte davon irgendwas herstellen, eine Ausrüstung. Den Breitgurt. 3 hätte ich, dann brauche ich nur das und die 12 von denen. Ne, da kriegen wir doch hin, oder? Welche ist das? Die? Ne, die? Hölle? Hölle, ja. Okay. Da ein paar... Noch was? Was hatte ich jetzt? Nee, okay. Probieren wir es mal. 10.000. Puh. Ja, starke. Brauche ich nicht. Oh, heben wir mal auf. Okay. Ich danke euch beiden für eure Hilfe. Unsere Freundin hier ist meine Inspiration. Dankt ihr. Ich verrichte nur das Werk der Götter. Was ist denn das? Was... Also... Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, ja, werden sie okay. Euch dennoch nach dem Leben. Ja, die sollen mir nochmal trachten. Die Bauweise. Das ist noch aus der Zeit vor dem Sündenkrieg. Wir trotzen euch! Ja, das befürchte ich auch. Wir werden uns nicht kriegen. Die mir trotzen. Ah, jetzt schlägt aber schön schnell zu. Und das ist gut, weil dann bekomme ich schnell die Geisteskraft zurück. Niemand betritt das Allerheiligste. Warum nicht? Wieso sagst du das so einfach? Wer bist du, dass du meinst, das bestimmen zu können? Hm? Nichts. Erhebt euch, meine Brüder. Erhebt euch und kämpft. Was denn du? So, sowas. Ach so, und jetzt meint ihr alle... Bruder Karel. Also, Bruder Karel ist down und hat nichts gegeben. Puh. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Nephalem. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Ich find's immer noch enttäuschend, dass hier nichts gekommen ist. Puh. Die edle Heldin hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen.
Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht, eure Gedanken zu beherrschen. Verschließt euch vor ihr. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Okay. Ab zurück zu Onkel Deckard. Ich habe das zweite Stück des Schwertes. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Okay, das machen wir noch. Und dann. Oder? Nein, das machen wir nicht mehr. Da sage ich dann schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.